Größer, jünger, bunter. Der neue Bundestag ist anders. Und Sie sind jetzt mittendrin. Ria Schröder von der liberalen FDP und der Bündnisgrüne Kassim Taher Saleh. Sie kommt aus Hamburg. Er wurde im Irak geboren und wuchs in Sachsen auf. Beide sind noch keine 30 Jahre alt. Künftig werden sie über Gesetze entscheiden, Politik gestalten, Macht haben. Ein Abgeordneter im Bundestag muss nicht unbedingt hier geboren sein. Das ist was, was einfach meinen Charakter ausmacht, dass ich gerne selbstbestimmt durchs Leben gehe. Zwei Wochen nach der Bundestagswahl. Kassim Taher Saleh will uns seinen neuen Arbeitsplatz, das Reichstagsgebäude, zeigen. Zunächst funktioniert das auch ganz gut. Ich würde sagen, wir fahren jetzt einmal hoch ins Plenarsaal. Hier sind da, wo Gesetze gemacht werden. Und dann sind wir auf einmal da, wo er nicht mehr weiter weiß. Nee, hier ist nur Ausgang. Keine Ahnung. Ich war noch nie hier im Fahrstuhl. Keine Ahnung, ne? Okay, let's try. Tada. Hier sind wir wieder. Sich verlaufen gehört schon mal dazu, wenn man neu ist im Bundestag. Das Gefühl, Bundestagsabgeordneter zu sein, ist surreal. Also ich glaube, ich check's bis heute nicht. Es gab auch nicht so viel Zeit, um zu reflektieren, was passiert ist. Ja, und ich muss auch so im Kopf erstmal so die Strukturen finden. Ich muss die Wege kennenlernen. Und das dauert. Auch für Ria Schröder läuft es an diesem Morgen zunächst nicht wie geplant. Sie will Möbel für ihre neue Berliner Wohnung kaufen. Eine Freundin begleitet sie. Eigentlich sollte hier ein Flohmarkt sein. Hier ist aber keiner. Jetzt überlegen wir gerade, warum das der Fall ist. Eigentlich ist da sehr gutes Wetter. Berlin ist für die 29-jährige Abgeordnete aus Hamburg kein Neuland. Sie ist im FDP-Bundesvorstand. Davor leitete die Juristin 2 Jahre lang die Jugendorganisation ihrer Partei. Beide Ämter führten sie auch früher schon oft in die Hauptstadt. Der Einzug in den Bundestag sei für sie zwar eine Riesenveränderung, ihren bisherigen Lebensstil aber will sie sich, so gut es geht, erhalten. Möbel vom Flohmarkt und Fahren mit der Tram passen da ins Bild. Auch an ihrer nächsten Station findet Ria Schröder noch nicht ganz das, was sie sucht. Aber sie bleibt zuversichtlich. Optimismus ist, glaube ich, so eine Grundeinstellung. Das heißt nicht, dass man nicht auch mal wütend ist oder dass man sich auch mal hilflos fühlt oder denkt, es wird hier gerade, geht hier alles gerade den Bach runter. Aber dann wieder Mut zu schöpfen und zu sagen, was kann ich tun, um das zu ändern? Und welchen Beitrag kann ich vielleicht ganz persönlich leisten oder wen kann ich ansprechen? Wie kann ich dafür sorgen, dass was in Gang kommt? Das ist, glaube ich, was das ausmacht, dass man trotzdem aktiv wird. Selbst aktiv werden und gegen Missstände kämpfen, das habe auch ihn immer geleitet, erzählt Kassim Taher Saleh. Die Umweltbewegung Fridays for Future hat zu einer Kundgebung im Regierungsviertel aufgerufen. Meine erste Demo in Berlin. Überhaupt, ja. Die Umweltschützer fordern unter anderem einen verbindlichen Kohleausstieg bis 2030. 4 Wochen nach der Bundestagswahl wollen die Demonstranten Druck auf die neue Regierung machen. Fast 10.000 sind gekommen. Ist schon stark. Ist einfach mal ein neues Erlebnis. Und vor allem, wie viel Presse da ist, wie viele Kameramenschen hier vor Ort sind, ist einfach etwas anderes als in Dresden. Kassim Taher Saleh freut sich, dass er künftig nicht nur protestieren, sondern selbst gestalten kann. Nur weil er jetzt im Bundestag säße, werde er seine Rolle als Aktivist nicht aufgeben. Und eigentlich klar ist das doch gerade, alles was wir machen, wird zu wenig. Ich check's nicht. So schwer ist das echt.
Aktivist, glaube ich, immer noch, aber auch ein Bundestagsabgeordneter. Das finde ich im Bundestag. Ich würde jetzt keine Grenze setzen oder jetzt keine Mauer da bauen zwischen den zwei Akteuren. Hey. Hey. Trotz Corona-Masken entdeckt der Dresdner im Getümmel zwei bekannte Gesichter aus seinem Wahlkreis. Ja, und du hast jetzt eine besondere Verantwortung. Korrekt, ja. Weil der neue Deutsche Bundestag größer ist als je zuvor, gibt es heute massive Platzprobleme. Ihr provisorisches Büro muss sich Ria Schröder deshalb auf unbestimmte Zeit mit ihren Mitarbeiterinnen und vielen nicht ausgepackten Kartons teilen. Wir sind noch so ein bisschen am Einziehen, schauen, wo kriegen wir in Zukunft Kaffee her. Also da sind, wie bei einem normalen Büroeinzug, glaube ich, ganz viele organisatorische Fragen erstmal, die man so klärt. Auch auf der politischen Ebene klären sich die Verhältnisse so langsam. Die Sozialdemokraten sind dabei, mit Bündnis 90 Die Grünen und der FDP eine Regierung zu bilden. Eine sogenannte Ampelkoalition, abgeleitet aus den Parteifarben. Grüne und Liberale, bisher Opposition, jetzt Regierung. Beide Parteien stehen für Veränderungen und wir haben jetzt gerade eine lange Zeit auch große Koalitionen hinter uns, CDU und SPD, wo ganz viele junge Menschen ihre politischen Themen und Anliegen und Perspektiven nicht vertreten gesehen haben. Und ich glaube, deswegen hatte man einerseits so ein bisschen den Vorteil, dass man in der Opposition war und glaubwürdig auch für Veränderungsversprechen stehen konnte. Aber wir haben auch unterschiedliche Themen, die wir adressieren, die aber für junge Menschen ganz besonders wichtig sind. Bildung, Digitalisierung, das ist Lebensrealität von jungen Menschen. Als Bauingenieur brauchte Kassem Taher Saleh bislang nie besonders feine Kleidung. Zur konstituierenden Sitzung des Parlaments aber will der 28-Jährige nicht zu leger angezogen sein. Ein neuer Anzug muss her. Ich will mich nicht verbiegen und das mache ich auch nicht. Aber es ist natürlich aktuell ein anderes Leben. Es ist eine andere Welt, die für mich extrem neu ist. Wenige Tage später tritt der neue Bundestag dann zu seiner konstituierenden Sitzung zusammen. Bevor sie gleich zum ersten Mal den Plenarsaal betritt, will Ria Schröder den Moment auch für ihr Instagram-Profil festhalten. Okay. Ein bisschen wie erster Schultag und erster Unitag und Weihnachten zusammen, so mehr oder weniger. Also es hat eben auch eine Feierlichkeit. Es ist auch, finde ich, ein sehr würdevoller Tag, ein ganz wichtiger Tag in unserer Demokratie, auch der Wechsel. Und der ist dieses Mal so radikal ausgefallen wie nie zuvor. Der aktuelle Bundestag ist der mit Abstand jüngste, den es je gab. Rund ein Drittel der über 700 Parlamentarier ist jünger als 40 Jahre. 47 Abgeordnete sind sogar unter 30. Gerade für sie gehören Posts in den sozialen Medien unbedingt dazu. Ich bin jetzt hier gerade tatsächlich das erste Mal im Plenarsaal des Deutschen Bundestages. Bin hier gerade reingekommen. Das war ziemlich aufregend. Und jetzt haben sich hier schon die Parlamentarierinnen und Parlamentarier der unterschiedlichen Fraktionen versammelt. Und dann startet hier gleich die konstituierende Sitzung des neuen Deutschen Bundestages, von dem ich Teil sein darf. Unter den Augen der noch amtierenden Bundeskanzlerin Angela Merkel erleben Ria Schröder und Kassem Taher Saleh dann ihre erste Bundestagssitzung, in der die neue Parlamentsführung gewählt wird. Direkt nach der Sitzung treffen wir Kassem Taher Saleh wieder. Es ist einfach alles neu, der komplette Tag, auch die Leute, die Stimmung, der Ort. Also, dass man allein gerade aufschaut in den großen Bundesadler, jetzt auf einmal vor seinen Augen hat, ist schon etwas Besonderes. Und ich meine, es ist ja meine erste Bundestagswahl überhaupt. Ich bin seit 2018 deutscher Staatsbürger. Und daher gleich das erste Mal kandidiert und das erste Mal jetzt im Bundestag zu sitzen. Ein neues Gesicht in der Bundespolitik, das interessiert die Medien. In der DW-Sendung Jaffa Talk erzählt Taher Saleh von seinem Wahlkreis im sächsischen Dresden, in dem er angefeindet wurde wegen seiner Migrationsgeschichte und doch gewonnen hat. Das erfülle ihn mit Stolz, sagt er. Aber er fühle auch eine besondere Verantwortung.
Mit dem Mandat kann man in der Gesellschaft ein anderes Bild tun, dass man zeigt, so Leute, ein Abgeordneter im Bundestag muss nicht unbedingt hier geboren sein. Ich sehe mich da wirklich als eine Stimme für ganz, ganz viele. Ria Schröder hofft, dass eine neue Regierung aus SPD, Bündnis 90 Die Grünen und FDP jetzt bald die Arbeit aufnehmen kann, trotz aller inhaltlicher Differenzen, die es nun einmal gibt. Wir haben unterschiedliche Vorstellungen, auch ganz grundsätzlicher Natur. Soll es mehr Staat sein oder setzt man mehr auf die Marktwirtschaft? Setzt man eher aufs Individuum oder auf kollektivistische Ideen? Das prägt natürlich auch die Art und Weise, wie man Politik macht und welche Lösungen man wie gut findet. In der Reichstagskuppel des Bundestages treffen Ria Schröder und Kassem Taher Saleh zum ersten Mal persönlich aufeinander. Na? Jetzt ganz official. Ja, genau. Geht's dir gut? Ja, und dir? Ja. Super. Wie kommst du mit dem Leben aktuell klar? Das fühlt sich noch so sehr unvollkommen an. Ja. Was willst du eigentlich thematisch machen? Weißt du das schon? Oder? Bildung würde ich am liebsten machen. Und du? Bauen und Wohnen. Ja. Den Bundestagsneulingen ist bewusst, dass sie ihren Einzug ins Parlament vor allem Jung- und Erstwählern verdanken. Wir führen da jetzt auch schon eine starke Verantwortung, da auch was folgen zu lassen. Total. Dass man merkt, okay, die haben das begriffen, das war irgendwie nicht eine Belohnung dafür, was wir die letzten 4 Jahre gemacht haben, sondern so ein Vertrauensvorschuss dafür, dass wir eine gute Arbeit machen und dass junge Leute mehr Gehör finden in der Politik. Und Total. Da spüre ich schon auch, ich würde nicht sagen Druck, aber vor allem eine Verantwortung und auch nehme das so als Motivation, da dann auch zu liefern. Ich freue mich jetzt wirklich auf die Koalition. Die wird nicht einfach sein. Da werden wir, glaube ich, auch viele Knackpunkte haben. Aber das zeichnet ja auch eine gut geführte Demokratie und ein gut geführtes Parlament aus. Ja, wir wollen ja nicht fusionieren, wir wollen ja koalieren. Yeah. Zwischen diesen beiden scheint die Chemie schon einmal zu stimmen. Gemeinsam wollen sie vor allem eins erreichen: neuen Schwung ins Parlament bringen.